zwei kleine Kirchen, Naturidylle und ein Fußball-Oberligist. Willkommen in Mechtersheim, 30 Minuten von Mannheim entfernt. Rund 3500 Menschen leben in dem kleinen Ort nahe Speyer. Bürgermeister Matthias Hoffmann erklärt uns die besondere Geschichte von Mechtersheim. Im Mittelalter wurde der Ort nämlich mehrfach ausgelöscht und immer wieder neu besiedelt. Da das jetzt dadurch keine gewachsenen Familienstrukturen waren, musste man sich von Anfang an lernen, gut mit Fremden, mit Zugezogenen untereinander auszukommen. Und das hat die Dorfstruktur, denke ich, anders geprägt wie in den anderen beiden Ortsteilen. Und das ist so ein bisschen so die Eigenart der Mechtersheimer. Also die sind so eine Nummer, heute würde ich sagen, vielleicht ein bisschen sturer, aber sie sind auch liebenswert. Mechtersheim gehört zusammen mit den Ortsteilen Heiligenstein und Berghausen zur Gemeinde Römerberg. Erst im Jahr 1969 wurden sie zu einem Ort zusammengefasst. Man liebt sich und neckt sich gern mal mit den Nachbarn, vor allem hier in Berghausen. Das gehört einfach so zum Dorfleben dazu. Also auch wenn man in einer großen Gemeinde zusammenlebt, die einzelnen Teile beharren doch auf ihrer Eigenständigkeit. Ja, das wird also von einigen immer wieder betont. Mädersche Först ist da zur Zeit ein aktueller Begriff. Aber das hält sich alle in einem Rahmen, mit dem man eigentlich ganz gut leben kann. Konkurrenz gab es bis vor einigen Jahrzehnten aber nicht nur zwischen den Ortsteilen, sondern vor allem auf Glaubensebene. Ich treffe Rudolf Schmitz. Er kennt sich bestens mit der Geschichte des Ortes aus. Zusammen machen wir einen kleinen Rundgang. Es gibt hier eine evangelische Kirche, die Sie dort drüben finden. Hier ist jetzt der Kirchturm unserer katholischen Kirche zu finden. Und es war hier bis vor einigen Jahrzehnten noch eine sehr, sehr ausgeprägte, vielleicht auch Konkurrenz zu nennen zwischen den verschiedenen Konfessionen, katholisch und evangelisch, was zum Beispiel auch darin mündete, dass es auf unserer Hauptstraße zwei verschiedene Geschäfte gab, die nebeneinander lagen. Das eine war protestantisch geführt, das andere katholisch geführt. Und wehe dem, der falsche Bürger ging ins falsche Geschäft. Das wurde natürlich direkt beobachtet und gesehen. Aber mittlerweile versteht man sich dann doch wieder ganz ja, gut. Ja, natürlich. Diese Dinge sind längst beigelegt. Der Zusammenhalt wird heute vor allem im Verein gelebt. In Mechtersheim liegen viele sogar direkt nebeneinander. Wir sind jetzt hier auf der Rückseite des Lindenblattes, des zentralen Blattes des Ortes. Und hier haben wir große Gebäude. Im Hintergrund sehen Sie die ehemalige Schule mit dem markanten Türmchen, in dem die Feuerwehr ihr Domizil hat. Auf der rechten Seite das Haus der Sänger, sprich Cäcilienverein, Männergesangsverein und auch die Singing People als Chor mit modernerer Literatur. Und im Hintergrund, also auch das große Gebäude, wo der hiesige Musikverein seine Proberäume hat und sein Heim hat. Und der auch in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Selbstläufer sind diese Vereine aber nicht mehr. Langsam, aber sicher geht die Jugend aus, bemängelt Rudolf Schmitz. Gerade im ländlichen Raum sind die Nachwuchssorgen schon deutlich spürbar. Aber es gibt auch Positivbeispiele. Und damit geht's gleich weiter im zweiten Teil der Rundtour in Mechtersheim. Wir sind heute in Mechtersheim bei Speyer. Mit unserem Dorfführer Rudolf Schmitz besuchen wir die Fußballer des TuS Mechtersheim, der sogar in der Oberliga spielt. Nicht schlecht für einen 3.500 Seelenort. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn der TuS spielt? Kommt denn das ganze Dorf hier hin und guckt den Spielern zu? Die Anhängerschaft ist schon sehr groß und die kommen auch nicht nur aus dem Ort selber, sondern auch aus den angrenzenden Orten. Der Verein hat eine sehr, sehr große Strahlkraft. Ist eine schöne Anlage, es ist Platz genug hier. Für die Gastronomie ist auch gesorgt, dass man also auch nach dem Spiel noch verweilen kann. Und es herrscht also neben den sportlichen Ambitionen auch eine sehr, sehr hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Zum TuS, da geht man hin. Zusammenhalt, das spürt man auch hier. Zurück im Ortskern treffe ich am Gerätehaus Andreas Leibig von der Freiwilligen Feuerwehr. Nachwuchssorgen sind ihm genauso fremd wie den Fußballern. Im Nachwuchsbereich sind wir gut aufgestellt. Wir haben 26 Kinder. Davon sind 15 Mädchen, 11 Jungs. Also wir sind hier eine schlagkräftige Frauentruppe. Aber wir stehen unserem Mann oder unserer Frau genauso gut. Aber das ist schon eher ungewöhnlich, oder? Ein so hoher Frauenanteil. Gab es sowas vor, ich sag mal, 10 Jahren, 15 Jahren? Nein, also so einen Frauenanteil nicht. Wir haben hier in Römerberg schon immer mit Frauen zu tun gehabt, beziehungsweise in Funktionen gehabt. Wir waren eine Feuerwehr, die offen war, auch Frauen gegenüber. Wir haben im Führungskreis haben wir auch zwei Frauen, wo bei uns dabei sind. Auch Frauen, die den Maschinistenlehrgang oder die LKWs fahren dürfen mit Führerschein. Also hier sind wir ganz offen und sind auch froh, dass wir unsere Frauen haben. Mhm. So, ich sehe jetzt hier, das ist die Drehleiter, ne? Jawohl. Wie hoch geht die? Wenn wir sie senkrecht stellen, 24 Meter, sie hat eine Rettungshöhe von 18 Meter, eine sogenannte DLK 1812. Das gute Stück ist jetzt auch schon 20 Jahre alt und
aber noch voll funktionsfähig. Das tut noch, ja? Jawohl. Wollen wir damit mal fahren? Können wir gerne. Super, gerne. Rein. Da lasse ich mich natürlich nicht zweimal bitten. Mit Blaulicht geht's aus dem Gerätehaus auf den Vorplatz. Dort erfahre ich, dass der Einsatzbereich einer solchen Drehleiter weit darüber hinausgeht, als nur hohe Dächer und Fenster zu erreichen. Man kann Personenrettungen machen über den Korb, da können wir eine Trage anbauen. Oder wir können eine Schleifkorbtrage dran machen, da können wir verletzte Personen, gerade bei Bauunfällen, können wir rausheben damit. Wir können abends ausleuchten, gerade Bundesstraße oder bei Personenzug können wir zum Beispiel ein ganzes Gebiet ausleuchten mit der Drehleiter. Das können wir alles machen. Und so kann man die Arbeit der freiwilligen Einsatzkräfte gar nicht genug würdigen. Rund 60 Männer und Frauen der Feuerwehr sorgen hier für die Sicherheit und das alles ehrenamtlich und in der Freizeit. Denn eine Berufsfeuerwehr, die gibt es nur in rund 100 Städten in Deutschland. Na dann, ab nach oben mit mir. Damit mein Kameramann auch mal in den Korb kann, um den Ausblick zu genießen, steuert Andreas Leibig die Leiter jetzt aber von unten. Und der Ausblick über Mechtersheim, der lohnt sich. Auch wenn wir die maximale Höhe zum Glück nicht ausnutzen, denn etwas mulmig ist mir schon. Rund 20 Meter sind wir jetzt hier über dem Boden, das ist verdammt hoch, deswegen können wir wieder runter? Ja, natürlich. Besser ist es. Ich bin froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Und um die Aufregung etwas nach unten zu bringen, geht zum Abschluss unserer Tour ins Mechtersheimer Naherholungsgebiet. Die Badeseen und Sandstrände sind vor allem im Sommer ein regelmäßiges Ziel der Anwohner. Ein langer und anstrengender Drehtag geht jetzt zu Ende. Zum Glück kann man hier nur 1 Kilometer vom Ortskern entfernt in wunderschöner Naturidylle die letzten Sonnenstrahlen des Sommers genießen. Und mit diesen Impressionen verabschieden wir uns aus Mechtersheim. Entspannter kann der Tag nicht ausklingen.